So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Cousin Staffel 2. So, wir haben ja im letzten Part ordentlich eingenommen. Also vieles nicht mehr, was wir machen müssen. Unsere Carper-Flotte, nennen wir sie mal so, richtig abgesandt. So, wir werden jetzt hier die Schiffe, die wir erobert haben, verticken. Weil ich hätte eigentlich gerne noch eine Galeone. Wenigstens für unseren Cousin. Und wir werden auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das holländische Konto einnehmen. Genau. So, wir müssen das hier noch einnehmen. Und dann. Unsere Plot-Quest ist ja quasi das hier. Ja, Mempawa. So, da hat er ein 185.000er Schiff. Attacke, das holen wir uns, ne? Ja, und dann mal gucken, was wir machen müssen. Also, das Gute ist, wir haben kaum noch Gegner. Also die Schiffe, die sie haben, die sind easy. Oh, guck mal, es gibt sogar Piraten. Das ist sogar der Cousin. Okay. Ja. Ja, wer weiß, was wir machen müssen. Ich tippe mal darauf, dass wir irgendein Schiff eskortieren müssen. Haben wir was verloren? Ja, wir haben sogar was verloren. Okay. So, wir bauen uns jetzt eine Galeone für unseren Cousin. Sicher, sicher. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt. Wir sind Level 9, also wir nähern uns dem Ende. Gibt ja nur 12 Level, soweit ich weiß. Also bei den Franzosen waren es auf jeden Fall 12. Ich glaube kaum, dass es hier großartig anders ist. Ja, das reicht. So. Dahin. Besatzung. Hier, du sitzt dahin. Guck mal, die Piraten haben Upgrade. Okay. Müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. So, dann unsere große Flotte, die wir hier haben. Schnappt sich jetzt auf jeden Fall mal das Konto hier. Wenn ich was verliere, dann ist das halt so. Also im Grunde ist es mir jetzt egal, weil wir genug haben. Allerdings. Wir haben die Kontore noch nicht alle ausgebaut. Das ist ein Mangel. Das ist ausgebaut. Das zum Beispiel nicht ausgebaut. Das ist. Das? Das auch? Das auch? Das nicht? Ja. Ja. Guck mal, das ist zum Beispiel gar nicht ausgebaut. Also wir segeln da mal hin. Was? Ja, was treibt ihr denn auch? Oh, Scheiße. Ah, das ist doch jetzt so Rotze. Was treibt ihr denn da? Wieso seid ihr denn? Ja, geil. Das ist gut gelaufen. Wir haben einfach mal 5 Fregatten verloren und dem Gegner geschenkt. Mit Geld. Da war übelst viel Geld drin. Scheiße. Fuck, Mann. Was machen wir jetzt? Wir haben den Holländern gerade 5 Fregatten geschenkt. Das ist jetzt richtig bitter. Aber gut. Kann man nicht ändern. Dann ist das halt so. Wir kriegen das hin. Das Schlimme ist ja, dass die Schiffe Geld hatten. Die hatten richtig viel Geld. Schwierig. Das ist echt bitter jetzt. Ich würde gerne laden, aber ich lasse es. Man muss auch mal eine Niederlage einstecken können. Ich meine, wir haben 4 Galeonen, also. Im Grunde. Es ist alles noch easy. Was stört mich halt, dass wir dem jetzt so viele Schiffe geschenkt haben? Ich meine, er kann mit der Flotte, die er jetzt hat, easy Kontore einnehmen. Wenn er das will. Deswegen verstärken wir auf jeden Fall jetzt unsere Kontore. Weil wenn die Kontore Stufe 3 sind, dann ist das kein Problem. Ich glaube kaum, dass er dann wirklich einen Angriff wagen wird. So, mal gucken, was passiert. Wir speichern mal richtig.
Wer weiß, ich bin ja mal echt gespannt, was jetzt passiert. So, dann einmal, ne? Einmal dahin. Geht gleich los, Moment. Während meiner Gefangenschaft habe ich erfahren, dass die Franzosen einen Angriff auf Tanjung Pinang planen. Sie müssen diese Flotte zerstören. Okay, das kriege ich hin. Das Ding ist komplett ausgebaut. Da schicken wir unsere Galeone hin. Das sollte echt kein Problem sein. Ist hier unten los? Achso, ja. Ja, die haben ja jetzt eine Flotte. Aber die Gegner haben jetzt noch ein Kondor. Das werden wir einnehmen. Von der Holländer. Scheiße, der Wind ist gegen uns. Er ist aber ein komplett ausgebautes Kondor. Also versucht mal euer Glück. Ja, scheiße. Okay, das schaffen die. Das schaffen die wirklich. Ja, wie soll ich denn das auch machen? Ich meine, in der Zeit ist gewagt. Schafft er das? Das schafft er nicht mal. Ja, super. 32 gegen 44. Okay, das schaffen wir. Ja, also wir werden auf jeden Fall den Holländern das Konto noch wegnehmen. Unsere Kontore verstärken. Und dann ist es mir egal. Weil wenn er dann Schaden kriegt, dann ist das halt so. Er kann sich ja keine neuen Schiffe kaufen. Und schon gar keine Fregatten. Ja, es ist so ärgerlich, dass wir denen die Fregatten geschenkt haben. Ja, ihr müsst aber auch angreifen. Jetzt, okay. Nee, doch nicht. Ja, ne, super, greift halt an. Jetzt verliere ich. Ah, jetzt kommt Bewegung ins Spiel, genau, oder dann? Okay. Also wir schaffen das. Kein Problem. Wir haben schon schlimmere Situationen gemeistert. Aber wer weiß, was dann kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann wieder zwei Fregatten, das ist schon mal gut. Jo. Okay, frontal. Überlegt euch mal, wir hätten das Konto nicht ausgebaut. Hätten wir jetzt verloren. Deswegen, ey, du musst echt Vorarbeit leisten. Am besten wirklich alle Kontore verstärken und zwei Galeonen zum Entern und dann noch eine Flotte zur Verteidigung halt, ja, Backup. Yep. Ach, das war's! Geil! Mission 10. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Die Spanier haben große Reichtümer auf der Insel Bitadon zusammengetragen. Dieses Handelskontor liegt im goldenen Handelsdreieck zwischen den Grafschaften Bongabong und Danban Tayan und Luai. Der Gouverneur von... Ach komm, das lese ich jetzt nicht vor. Der Gouverneur von hat zahlreiche Handelsabkommen mit diesen Grafschaften abgeschlossen. Und so ist diese Stadt heute das reichste Handelskontor der Region. Wir müssen diesen Feind schwächen, doch unsere Pläne sind auch den Hauptgouverneur Asiens nicht entgangen. Also müssen wir das Handelskontor einnehmen. Kontext. Cool. Hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Wir haben schon wieder eine Fregatte, gell? Aufgrund seiner geografischen Lage ist das spanische Handelskontor von ist sehr reich. Sie müssen es einnehmen, um diese Nation zu schwächen. Okay. Gut. Jo, guck mal, da bietet sich schon mal einer an. Er möchte geändert werden. Da gehe ich mit. Wir haben ein Schiff.
Wir haben. Guck mal, wie viele Kontore wir haben, ey. Ah, hier hat jeder so viele Kontore. Scheiße, guckt euch mal an, wie riesig die Map ist. Ja, außer Holland. Holland hat wieder zwei, ja, sehr gut. Ja, komm, jetzt bleib halt stehen. Ja, das ist auch das vorletzte Level der Franzosen, glaube ich. Da haben wir auch so ewig abgehangen. Ich glaube, das wird hier nicht besser. Sie kommen von da. Ey, von hier auch, okay. Yep, könnte. Oh, es hat 80.000, ey, das hat sich gar nicht gelohnt. Cool, hätte ich jetzt nicht erwartet. Feiern, nur mal so, ja. Damit hat das Schiff angefangen. Das startet einfach mal mit 80.000. Wir starten mit 30. Das ist ein bisschen unfair. Aber wir haben keine Ware. So. Das Ding war. Ja, es hat sogar Ware. So gemein. So, eine Grafschaft, wäre geil. Hier, Bonga Bong, ist eine Grafschaft auf jeden Fall. Glaube ich. Jupp. Okay. So. Mit den Franzosen mussten wir die Piraten jagen. War hier nicht irgendwo. Doch, Bitterlin, genau. Handelskontor? Tatsache. Okay, also das werden wir zuletzt einnehmen. Vorher nehmen wir alles andere ein. Ja, lohnt sich das? Hier, die Christobal, die lohnt sich. Scheiße. Das ist auch gar nicht ausgebaut. Guck mal, wir verziehen uns mal nach oben links, da sind wir auf jeden Fall sicher. Aber die kriegen wir. Da ist er. So, was ist das da? Kleines Drecksschiff, aber 30.000. Naja, das hat sich schon mal gar nicht gelohnt. Schön. Nein, ich habe die Fregatte verkauft. Ich habe einfach mal die Fregatte verkauft. Scheiße. Ich bin so dumm. Oh, verdammt. Ich hab die Fregatte verkauft. Dem Feuer ausweichen. Ich werde von Piraten in die Waffen. Das starten wir nochmal neu. Scheiße, Mann. Falscher Spielstand. Ja, hab ich jetzt überhaupt gespeichert? Ja, Gott sei Dank, okay. Okay, das war scheiße. Wir machen das nochmal. Also auf die Fregatte kann ich nur echt nicht verzichten. Ist natürlich jetzt doof, wenn wir die Brick nicht haben, aber irgendwas ergibt sich schon. Wie kann man nur eine Fregatte verkaufen? Scheiße. Komm, dich nehme ich.
Jo. Komm, Santa Anna, schließ dich an. Manuell schaffe ich das. Guck mal, Cousin gegen Cousin. Easy. Kommt von oben? Ja, von oben kommt, kommt aber auch von vorne. Ja. Ja, lass dich nicht hier verunsichern. Ja. Okay, jetzt kommt er von oben. Na, na, na. Ihr werdet aber hier mal auf unserem Schiff bleiben. Geht doch da nicht rüber. Ich hasse dieses manuelle Internet. Das ist echt nicht mein Ding. Vor allem ist es wirklich immer dasselbe. Es ist ja wirklich immer dasselbe. Das ist halt das Problem, wenn du am Anfang nur ein Schiff hast, dann musst du es halt wirklich zwangsläufig machen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir die zwei Fregatten jetzt auf jeden Fall durchkriegen. Gut, wenn die eine zerstört wird und unser Korsar ist drauf, dann ist es natürlich vorbei. Aber die andere muss auf jeden Fall überleben, weil dann haben wir ein Kaperschiff. Dann müssen wir den Mist nicht manuell machen. Yep. Scheiße, 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 Pirat. Ja, euer Korsar ist tot, geil. Schön. Ja, das läuft. Ja. Schön. Pamakan. Was ist denn Pamakan? Ist das zufällig eine Grafschaft? Das ist nicht. Okay. Es läuft gar nicht. Santa Anna. Dann nehme ich halt das Schiff. Guck mal, das ist die Brick wieder. Vielleicht kriegen wir auch noch die Brick, das wäre natürlich geil. Ich glaube, die Santa Anna hatte bloß 1000, oder? Kann das sein? War das Schiff mit 1000? Ja, jetzt ist die Brick weg, okay. Ah ne, 13.000, ja, ist jetzt nicht so viel, aber okay. Gucken, vielleicht hat das Ding ja Ware an Bord. $105.000 auf jeden Fall, das hat sich gelohnt. So. Guck mal, eine Fregatte. Ach, scheiße, wir sind geschwächt, weil wir geändert haben. Fuck. 44 gegen 40, okay, das schaffen wir. Corsar steht ein bisschen doof. Geh mal weg da. Ey. Rückzug. Komm, lass hier reinkommen. Ja, Cousin ballert die ab, okay. Ja, den nächsten bitte. Na ja, los, komm rüber. Ey, Lulus, ich komme nicht rüber. Bin ich wahnsinnig. Ah, jetzt kommen sie von rechts, okay. Yep, nächsten. Okay, jetzt kommen sie von oben und von rechts. Ja, das ist natürlich ganz doof, was sie da macht.
Jo, haben wir, okay. War ja eine schöne Schlacht hier. Jetzt müsste das Ding eigentlich schon gewesen sein, aber wir sind dem jetzt sowas von überlegen. Eigentlich müsste der jetzt aufgeben. Nee. Okay. Na dann Attacke. Jupp. Okay. Andocken. Besatzung. Ja. Okay, der hat noch. Nee, du, komm ran da. So, okay. Da wieder hin. Dann hätten wir es. Wir haben zwei Fregatten. Nach einem... Nee, nach drei Fehlstarts haben wir es jetzt endlich geschafft. Es sei denn, jetzt kommt ein Schiff und haut uns weg, aber das bezweifle ich mal. So, dann haben wir ein Enterschiff, dann haben wir jetzt unseren Korsaren, der ist safe auf der Fregatte, da wird sich keiner rantrauen. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe im nächsten Part erstmal die Grafschaften abklappern und da dann Spione kaufen, damit wir sehen, was abgeht. Und wenn wir sehen, was abgeht, dann werden wir unser Körperschiff benutzen, um ein bisschen Beute zu machen. Und dann werden wir unsere übliche Taktik fahren. Wir werden Galeonen bauen. Und dann gucken wir mal, was sich hier noch so ergibt in dem Level. Scheint ja ziemlich groß zu sein. Da ist schon wieder was Geldes. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.